ihr Lieben, es geht langsam los. Wir sind hier schon am Kofferpacken, wie ihr gerade gesehen habt. Die Koffer stehen schon bereit. Der ein oder andere, beziehungsweise Handgepäck, hatte eben bei mir so ein bisschen Übergewicht, ne? Wie ich auch. Ja, so ein paar Sachen habe ich dann doch mich entschieden hier zu lassen. Sprich, meinen Laptop, habe ich gesagt, lasse ich dann doch zu Hause. Muss ich mir dann doch überlegen, wie ich das Ganze nachher mache mit dem Speicherplatz. Denn unter anderem bei der Insta360 Go 2 habe ich das Problem, dass ich da ein bisschen Speicherplatzmangel habe. Und ich hoffe, dass ich das irgendwie mit dem Handy kompensieren kann. Schauen wir mal. Auf jeden Fall, ja, jetzt werden wir noch ein bisschen schnell was einkaufen, unsere Reiseapotheke auffüllen und ja, dann so langsam auf den Abend warten. Um 12 Uhr geht's los. Von daher würde ich sagen, bis später. Schönen guten Abend, ihr Lieben. So, wie man sehen kann, da draußen, ja, Sonne ist weg, es ist dunkel. Wir sind gerade dabei, hier Sachen zu packen. Es ist jetzt nach 23 Uhr. Geschlafen haben wir nicht. Wir wollten eigentlich, wir haben uns um 20 Uhr ins Bett gelegt, aber irgendwie konnte keiner von uns wirklich pennen. Justin meinte, er hätte eine halbe Stunde geschlafen, aber ja, sonst konnte keiner wirklich. Also wir haben ein bisschen Ruhe gekriegt, aber so richtig schlafen konnten wir definitiv nicht. Ja, ich würde sagen, wir packen jetzt die Sachen zusammen, schauen, dass wir alles mitkriegen und ja, dann machen wir uns langsam auf den Weg nach Hannover. So, Auto abgestellt, jetzt geht's los, Klamotten raus und Schlüssel wegbringen. Cool gelöst eigentlich, man muss nur wissen wie. Safety first. Wir sind da, wir sind angekommen, endlich. Ja, genau, so fühle ich mich auch. Meine Haare sind, also ich sehe aus wie, ne, boah, ich will es gar nicht aussprechen. Ja, wir haben jetzt gerade erstmal direkt gefrühstückt. Noch nicht geschlafen, aber gefrühstückt. Auch geil, aber wir hatten jetzt mittlerweile auch Hunger. Ja, Flug war, also wenn ich jetzt meine beiden Mitreisenden frage, war der Flug gut? Ich bin wieder 1000 Tode gestorben, wie jeden Flug. Ich habe einfach Flugangst und ich werde sie auch nicht. Für mich wird ein Flug nie schön sein. Ich muss aber sagen, die Landung war sehr sanft. Die hat er wirklich gut gemacht. Und Niki sagte schon, wo wir angekommen sind, sind wir quasi, oder hat der Pilot schon gesagt, irgendwie, dass da eine Gewitterzelle ist und hat uns quasi erst dran vorbeigeflogen. Hat er auch sehr gut gemacht. Aber ja, wie gesagt, wir sind jetzt auch froh, dass wir endlich da sind. Hat nicht ganz so gut geklappt. Die letzten Male hatten wir ja meistens später eingecheckt. Da war dann halt alles schon fertig. Und jetzt heute war das erste Mal, dass wir so früh eingecheckt haben. Und ja, die Vorgänger sind aber kurz vor uns erst raus. Das Zimmer ist jetzt zwar fertig, aber es hieß erst, es ist fertig, dann kam man nicht rein mit den Karten. Jetzt kam man mit den Karten rein, aber irgendwie, ne, das, also wenn man jetzt hier die Kabinenpost online guckt, da ist dann noch unsere Vorgänger oder sind noch ja, quasi Nachrichten an die Vorgänger und so. Das ist nicht ganz so geil, also das könnte man, da ist jemand müde. Das war kein Elch, das war er hier, der ist müde. Ja, das ist nicht ganz so geil, das hätte man ein bisschen, ne, anders regeln können, aber naja, gut. Wir schauen mal. Wir sind jetzt auf jeden Fall erstmal gar, oder ich bin zumindest gar, und wir sind müde. Und ja, jetzt wollen wir gleich aber auf jeden Fall erstmal hier, ne, die Sicherheitseinweisung machen, dann mal ein bisschen die AIDA Cosma erkunden. Jo, und dann schauen wir mal, ne, was es hier alles so Schönes gibt. Oh.
Hallihallo. So, wir haben eben erstmal ein bisschen gepennt, denn so 25 Stunden auf die Beine ohne Schlaf ist dann doch ein bisschen krass. Also wir haben dann eine Runde gedreht und ich habe dann auch echt gemerkt, dass mir schwindelig geworden ist und so. Und ja, war halt nicht so toll. Dann haben wir uns dann mal ein bisschen hingelegt und ein bisschen ausgeruht. Ja, die Koffer sind gerade gekommen. Ich habe meine Seite schon mal ausgepackt und ja, gleich werden wir dann uns mal auf den Weg machen. Jetzt sind wir 14 Uhr, also wir haben jetzt auch noch Zeit. Irgendwie zwischen 17 und 21 Uhr müssen wir unsere Seenotrettungsübung, wie die da heißt, da halt machen. Und ja, da haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit bis dahin. Und ich glaube, wie Niki sagte, gehen wir wahrscheinlich gleich erstmal schön lecker ein Eis essen. Wir gehen an den Partnerlook heute Abend aus. Einen schönen guten Tag, ihr Lieben. Ja, heute ist der erste richtige Tag. Ne, gestern war ja Ankunft, heute erste richtige Tag. Und wir haben direkt einen Seetag, das heißt, wir sind heute den ganzen Tag auf dem Wasser und sehen kein Land in Sicht. Und wir werden uns jetzt gleich ein bisschen mal das Schiff anschauen, mal ein bisschen rumgehen. Wir sind gerade schon mal ein bisschen unterwegs gewesen, wir waren frühstücken, haben uns schon mal den einen oder anderen Laden angeschaut. Aber jetzt werden wir gleich nochmal, da kommt jemand, hallo. Gleich werden wir nochmal lossteuern und uns ein bisschen umschauen. Hallihallo, ihr Lieben. Ja, wie man sieht, ich bin ein bisschen gerötet. Wir waren nämlich heute in La Spezia, Italien, und haben ein bisschen den Hafen verlassen. Der ist jetzt nicht ganz so schön, wenn man mal rausguckt. Warte, ich drehe euch das mal. Naja, also heute Morgen, das Bild war nicht ganz so toll wie sonst, wie wir es sonst gewohnt sind, sage ich mal. Aber ja, man muss auch mal aus dem Hafen rausfahren. Man darf sich hier nicht aufhalten und man darf auch nicht rausgehen. Ne? Also überall Hafenpolizei und so. Da es halt wirklich so ein Containerhafen, so Industriehafen ist.
Und von daher, ja, sind wir dann heute rausgefahren worden und von da aus konnte man dann schön die Promenade und so lang gehen. Habt ihr natürlich die Bilder gerade eben gesehen. Und ja, gestern war auf jeden Fall Seetag. Da haben wir nicht viel, sind wir nicht viel unterwegs gewesen, sondern viel an Bord. Aber ja, die Bilder habt ihr auch schon gesehen. Naja, und wir machen uns jetzt noch ein bisschen fertig und hauen uns noch ein bisschen aufs Sonnendeck. Ich hoffe, das ist meinem roten Gesicht zuträglich. Ich weiß es noch nicht. Ich werde es sehen, sonst muss ich mich ein bisschen in den Schatten setzen. Auf jeden Fall, ja, wollen wir mal schauen. Und ja, wir sehen uns später, würde ich sagen.
Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben. Ja, wie man sieht, ich habe ein bisschen Farbe bekommen. Wir haben so ein paar Tage hinter uns jetzt liegen. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt gerade mit dem Film bin, wenn ich ganz ehrlich bin. Wir haben auf jeden Fall Rom hinter uns. Wir haben La Spezia hinter uns. Und ja, jetzt sind wir auf dem Weg nach Barcelona. Heute ist nochmal ein schöner Seetag. Sonne knallt und ja, ich denke mal, wir werden sicherlich heute noch ein bisschen Farbe bekommen und oder einen leichten Sonnenbrand. Mal gucken. Ich weiß es nicht, wir müssen uns auf jeden Fall heute mal, glaube ich, ein bisschen mehr eincremen. Denn die Sonne, die ballert schon ganz schön. Aber alles in allem, ja, sehr schön. Es geht hier, ne, es ist Urlaub. Ich habe mir dieses Mal vorgenommen, ein bisschen mehr zu erzählen. Das mache ich hier. Aber ich filme aktuell ein bisschen weniger, weil ich das halt doch gerade sehr genieße, muss ich sagen. Aber ja, das ein oder andere Mal. Ich habe alles dabei. Ich habe immer entweder Handy dabei oder ich habe die Insta360 Go 2 dabei oder ja, halt die Kamera. Und dementsprechend filme ich dann halt irgendwas auf jeden Fall die ganze Zeit. Müssen wir mal schauen. Ja, es gibt auf jeden Fall noch so ein paar Dinge, die ich in ein separates Video packen werde, denke ich. Denn auf dieser Kreuzfahrt sind mir so einige Dinge aufgefallen, die ich auf jeden Fall euch nicht vorenthalten möchte, auch negative Dinge. Und die werde ich auch ansprechen, aber da werde ich ein separates Video zu machen. Jetzt geht es erstmal nur so um den Urlaub und wie gesagt, es gibt dann ein Video, wo ich so ein bisschen was zu den, ja, zu den Dingen erzähle, die wir jetzt nach der dritten Kreuzfahrt im Vergleich, die ich jetzt auf der AIDA Cosma nicht so toll fand. Und die, ja, wie gesagt, werde ich euch dann in einem separaten Video auf jeden Fall erzählen. Ja, ich würde jetzt sagen, ich suche jetzt erstmal meine Familie, die sind nämlich auf dem Weg hier irgendwo auf dem Schiff und sind so ein paar Erledigungen am machen und ja, ich bin jetzt hier, dachte mir, mach mal ein schnelles Video für euch und ja, quatsch jetzt auch nicht länger. Ich würde sagen, wir sehen uns später. Ciao, ciao. Ja, ja, ihr Lieben, das ist wohl der traurigste Moment der Reise, das hier. Niki schon dabei, Koffer zu packen. Und ja, heißt für uns, scheiße, es geht nach Hause. wir fliegen morgen früh, ja, also wir müssen morgen früh raus. Wir fliegen dann irgendwie, wann war das, 10 Uhr? 8 Uhr. 8 Uhr fliegen wir los, ab Mallorca. Wir müssen aber morgen um 5 Uhr hier raus, werden dann zum Flughafen gebracht. Ja, und sind dann morgen irgendwann um 14 Uhr oder so dann wieder in Deutschland, beziehungsweise in Bielefeld. Und ja, dann ist der Urlaub vorbei. So schnell sind ein paar schöne Tage schon wieder rum.
Und ja, ich nehme euch auf jeden Fall auf der Rückreise noch mit. Ne? Also das kommt alle noch. Aber ja, ich will nicht nach Hause neigen.